Alles klar. Damit hätten wir den dann noch, aber also haben wir das die Vorlage jetzt auch. Brauchen wir noch drei Oger. Zwei, korrigiere ich. Noch einmal zweite Kiste auch noch. Gibt ja auch Erfahrung. Warum auch immer die, Perfekt. Dann können wir jetzt die Quest abgeben. So. Dann gehen wir erstmal die beiden Quests ab. Lust auf verbotene Magie? Gute Arbeit. Ihr habt nicht zufällig ein paar Sprengladungen aufgehoben, oder? Hätte ich mir auch nicht erwartet. Aber was soll's. Ich kenne schon noch jemanden anderen, der andere Wege, meine Feinde zu verletzen, zu zerfetzen. Zuerst, sie machen mir absolute Angst. Wir sehen uns. Wir müssen die anderen retten. Das sollte die Oger lange genug schwächen, damit wir ihre Pläne zunichte machen können. Schlachtruf? Schlachtruf. Okay. Spott können wir auch gerne nutzen. Kann ich jetzt eigentlich schon eine Spezi werden? Waffenkrieger nennen wir. Kriegsmaschine, okay, cool. Dann wollen wir dich mal befreien. Ich danke euch, aber wir müssen noch immer das Ogerritual unterbinden. Friede sei mit euch. Das ist nicht deine Stimme, verdammte Scheiße. Das war also die Wärtersteine, mit denen sie mich gebunden wurde. Vielleicht habe ich sogar ja schon von meiner Stärke gehört. Seid vorsichtig. Danke für eure Hilfe, aber meine Rettung wird den Urgang nicht aufhalten. Sie haben genug Lebenszeit, um das Ritual abzuschließen. Mögen die Vorfahren euch schützen. Groff würde den mächtigen Drachen Rivenire wieder wecken.
Er hat genug Essen zusammen, um zu versuchen, das Ritual abzuschließen, selbst wenn nicht ihre ganze Stärke hat. Das wird hier nicht aufhören, solange Gorf am Leben ist. Ihr müsst die Zitadelle und Gorf töten, bevor ihr das Ritual beenden kann. Ich wünschte, ich könnte mit euch angehen, aber ich erhole mich noch von seiner dunklen Magie. Lebt wohl. Nächste Folge.